Es tut mir leid. Herr Gutwein, es tut mir leid. Ich habe mich verspätet. Schäufele Elfried. Das Vergnüge ist ganz ihrerseits. Ich hab mich verspätet. Es tut mir leid. Die Chefbagage vom SWR, die Chefetage vom SWR hat bei mir angerufen und hat gesagt, Fräulein Schäufele, kommen Sie am Sonntag um 4 Uhr vorbei, dann können Sie putzen, dann ist alles sauber, bis der Pöbel, bis das Publikum reinkommt. Oder Entschuldigung, jetzt habe ich mich verspätet. Ich bin auf der Fahrt hierher im Stau gestanden und dann geht mir das Benzin aus. Ich bin gerade mal 800 Kilometer mit der Füllung gefahren. Ich weiß nicht, was los war. Und dann habe ich gedacht, Elfried, du musst putzen in Donsdorf. Wie kommst du nach Donsdorf? Mit der Öffentlichen ist diese Gegend nur sehr suboptimal erschlossen. Und dann habe ich gedacht, jawohl. Das geht jetzt nicht von meiner Zeit ab. Ich hab dann gedacht, Elfried, besinnst dich auf deine Werte als Frau? Machst auf Erotik und trampst. Dann habe ich mich auf halber Strecke an die Straße gestellt, hab meinen rechten Fuß rausgestellt und hab gewartet. Habe meinen linken Fuß dazugestellt, hat es mir abgeflotzt. Und dann lag ich da so im Straßengraben. Auf einmal hat einer angehalten und hat gesagt, was liegen Sie da so im Straßenstaub? Ich habe gesagt, ich muss nach Donsdorf. Hat er gesagt, das ist zufällig auch meine Richtung. Ich habe gesagt, bitte nehmen Sie mich mit. Sagt er, warte, muss ab, hat sie den Mund auf und sagen sie A. Ich sag A, er sagt größer. Ich sag A, er sagt größer. Ich sag A, er sagt größer. Ich sag Er sagt, es tut mir leid, ich kann Sie leider nicht mitnehmen, Sie passen nicht über meine Anhängerkupplung. Hat dieser sich zu mir gesagt, ich war fertig. Ich konnte es nicht. Ich bin dann der Rest von der Strecke zu Fuß hierher gerollt. Und das hat mich in Stress versetzt. Und ich kann keinen Stress brauchen. Ich bin im Stress. Ich putze 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Rund um die Uhr und der Rest von der Zeit singe ich bei den Fischerchöre mit. Und ich kann, jawohl, ich kann schneller singen, als der Herr Fischer dirigiere. Und weil mir das von der Zeit her noch nicht langt, habe ich eine Unterabteilung von den Fischerchöre gegründet, die Schäufele-Singers. Und wenn ich mit den Schäufele-Singers unterwegs bin, ich hab Disziplin im Ranzer. Ich sing so exzessiv, bis mir die Lunge in Fetzen zur Gosch raushängt. Und dann bin ich hinterher immer total fertig. Dann muss ich im Hotelzimmer erst runterkommen. Dann muss ich chillen. Ich bin ein Chiller. Ein schwäbischer Dichter, ein Chiller. Ich chille, obwohl meine Mutter immer gesagt hat, chillen soll man nicht, da bleiben irgendwann mal die Augen standen. Ich schiele. Ich Südamerika, schiele. Und ich hab... Komm jetzt mal auf so einen Scheiß. Jetzt war ich kürzlich noch am
Konzertle mit der Schäufele Singers komplett fertig. Und ich wollte im Hotelzimmer nur runterkommen. Ich wollte chillen. Ich wollte ins Nest. Und was habe ich da gesehen? Da lag da so eine kleine Praline auf dem Kopfkissen. Und ich habe gedacht, ein Mitternachtssnack wollte ich dann noch greifen. Dann krabbelte die weg. Ich war fertig. Oh, es war schlimm. Ich war fertig, Herrgott nochmal. Es liegt am Sonntag, dieses Herrgott nochmal, das ist so aus mir rausgerutscht, weil ich bin katholisch. Ich bin Jesus-Faktor positiv. Ich wasche mich auch nur im BH-neutralen Bereich. Ich bin sowas von katholisch, wenn ich unter der Dusche stehe, ich seife die Armature ein. Damit sich meine sündhafte Blöße nicht in der Kachel spiegelt. Und jeden Samstag gehe ich zum Beichter. Jeden Samstag um 16 Uhr sitze ich beim Pfarrer in der Tunika-Oase und da wird dann gebeichtet, was das Zeugs hält. 7 Sünder in 3 Minuten. Ich bin schwäbische Meisterin in Beichtathletik. Ich gehe meistens Freitagabends noch auf die Gast, damit ich samstags was zum Verzählen habe. Und ich habe... Ja, und dann ist das so. Ansonsten habe ich auch ein kleines Ritual. Sonntags mache ich als allererstes immer die Kehrwoche. Also ich mache es nicht wirklich, weil es ist ja Sonntag. Ich klopfe zweimal gegen das Geländer. Dann denken sich die Nachbarn, die Alte schafft aber früh. Der Rest, den denkt man sich sauber. Man muss dieses schwäbische System mit der eigenen Waffe bekämpfen. Bei den Schwaben kommt es nicht darauf an, dass man schafft. Es muss sich danach anhören. Jetzt habe ich dieses Geräusch von schrubbenden Bäsen einfach mal auf Tonband aufgenommen. Lass es jeden dritten Sonntag im Prepphaus ablaufen, die Leute sind glücklich. Ich weiß, wie man die Schwabe kriegt. Spiel jetzt mal Volksbank, mach den Weg frei, ich muss da durch. Ich habe da... Hallo! Ich habe ein gebärfreudiges Becken. Jawohl, ich habe ein gebärfreudiges Becken, aber... Nutzlos zieht der Traktor seine Kreise. Ich weiß, wie man die Schwaben... Ich bin ja schwäbisch aus Prinzip. Ich mache die Kehrwoche immer gründlich. Montags putz ich das Treppenhaus raus. Mittwochs wische ich die Briefkäste von innen feucht noch. Und Samstagnachmittag Hofausfahrt und Auto. Ich miet mir jeden zweiten Samstag ein Mercedes, damit mein Nachbar denkt, ich hätte Geld. Und Sonntagabend gehe ich auf die Gas und auf die Suche. Und es ist Sonntagabend. Die würde mir rein hormonell schon reinlaufen. Das ist er. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie Sie heißen, junger Gott? Heinz? Heinz. So heißt bei mir das Ketchup. Es ist so. Ah. Heinz. Heinz. Ich kann nichts dafür. Das sind Schwaben, die kann nicht auch in der Straße kommen, wenn es drauf ankommt. Heinz, lass mich dein Erhard sein. Ja, gucken Sie mich an, das könnte alles Ihnen gehören. Das sind die beiden Halbkugeln einer besseren Welt. Meine Busenfreundin Elvira hat ja nichts in der Richtung. Die ist flach wie ein Bügelbrett.
Von der Flach und hinter eben, nirgends kannst du das Mädel heben. Die ist so. Ich habe zu der gesagt, Elvira, pass auf, isst du mir nie was Süßes. Wenn du mal zwei Pickel auf dem Rücken hast, dein Mann kommt im Dunkler komplett durcheinander. Ich habe. Heinz. 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 Ihr erotisches Interesse hält sich im überschaubaren Bereich, kann das sein? Ich werde da jetzt was dran ändern. Ich mach sie jetzt gefügig. Ich mach sie jetzt süchtig nach mir. Sie sind jetzt gleich abhängig von mir. Sie sind jetzt gleich Wachs in meiner Hand. Ich fahre für sie jetzt mein härtestes Geschütz auf. Sie denken zu schnell. Das erinnert mich immer an diese Geschichte vom Vöglein und der Schlange. Da trifft ein Vöglein eine Schlange und sagt, grüß Gott, Frau Schlange, wie geht's? Sagt die, hoch, man schlängelt sich so durch. Und sie? Womit wir beim Thema wären. Heinz. Ich habe ihn jetzt gerade faire Chance zur Flucht lassen. Wissen Sie was? Ich singe jetzt ein kleines Liebeslied. Die Notausgänge sind dicht. Und anschließend sprechen wir uns nochmal, Sie kleiner Mörder. Herr Kapellmeister, ein Liebeslied für den Heinz. Ja! Yeah. Ich hätt's nicht geglaubt, aber jetzt bist du hier. Ah. Oh, Heinz! Zur Belohnung gibt's nachher nen Kasten Bier. Und danach noch eins. Und anschließend gehen wir zu dir aufs Hotel. Und dann, lieber Heinz, dann wird's kriminell. Zur Belohnung gibt's nachher ein Kärtchen mit Fahne. Bitte bezahlen! Heinz, für dich jetzt Fleisch aus Stuttgart. Auch ich will mal heiraten irgendwann. Oh. Am liebsten den Heinz dann als Ehemann. Oh. Und bei unserer Hochzeit darf einer nur stören, der Gott hilft mitsamt seinen Fischerchören. Weil ich gleich danach mit ihm ne Welttournee plane. Aber bitte mit Zahlen! Oder mit Schwarzwälder Kusch. Oder Sahne-Baiser. Oder süße Stückle mit Füllung. Aber süße Stückle aus dem Heinz finde ich heute Nacht nicht. Von der Gesellschaft Möbelwagen aus Stuttgart. Noch besser bekannt ist unsere Elfriede als Miss Mommy Wonder. Und da feiert sie dieses Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Auf die Frau Schäufele ein Dreifach, dann ist Elfriede. Hello, Mommy, hello. Locker Wiggler, hello! Dankeschön und Ausmarsch!